Bevor ich anfange, wollte ich eine ganz kurze Vorstellungsrunde machen. Ich bin, fange mit mir an, ich bin Lutz Henke. Ich mache seit 10 Jahren den Verein und das ist auch das Einzige hier ansässig in dem Raum. Und das ist hier noch zu sehen. Das sind die erste Ausstellung von der Feuerwehr, die wir gemacht haben. Und spreche jetzt aber hier in meiner Funktion als Programmbeteiligter oder Programmorganisator für die Berliner Seite gegen die Gummeneinsätze. Das Lab ist eine, wie gesagt, eine temporäre Struktur, in der Veranstaltungen stattfinden wird. Das heißt, wir haben ein öffentliches Programm. Das ganze Programm ist dann auch frei und auf Teilnahme angelegt. Es gibt Workshops, Vorträge, es gibt eine kleine Café-Sektion und es gibt noch eine Installation. Jeweils ist natürlich ein Architekt verantwortlich, es gibt einen Designer, es gibt 2 Kuratoren in New York, das sind Maria Nicanor und David Vandelier, die das ganze Projekt betreuen. Und es gibt in jeder Stadt gibt es nochmal 4 Lab-Team-Members. Ja? Es gibt 4 Leute, die Gastgeber sind für das Programm und die auch die einzelnen Programmpunkte entwickeln. Dann gibt es noch Berater und das Wichtigste eigentlich an dem ganzen Programm ist natürlich auch das Publikum und die Teilnehmer. Darum geht es letztendlich in der. Darum wird unsere Scheiße einfach vorgesetzt, von wegen es wird so sein, wenn wir das Wichtigste sein sollen. Jemand hat eine Image-Kampagne hier. Aber sag's doch her, lass mal hören. Ja, ist doch egal. Bürgerbeteiligungsverarschung, das muss man erstmal verstehen. Die machen hier was, die setzen das auf und dann präsentieren die das. Die haben doch wenig zu sagen. Wir können hier nur abdenken. Die machen das, BMW gibt das Geld, dann steht das da und danach wird irgendein fancy Hotel gebaut und die Mieten steigen und auf uns wird geschissen und jetzt sollen wir halt nicht reden. Also. Irgendwie muss diese Scheiße ja auch finanzieren, ja. Also es geht, wenn ich das Wesen verstehe. Ich würde mir auch gerne anhören und wenn ich das richtig verstehe, Guggenheim, das ist ein Museum in New York. Natürlich, Kunst, Kultur braucht immer Subventionen. Es braucht immer Subventionen, ja. Wenn ich es richtig verstehe, geht es hier um Bürgerbeteiligung, dass hier auch irgendwas in Berlin passiert, was die Ich weiß nicht, von wem wir irgendwie
die Gründung fahren, die kochen. Hey, hier passiert Verdrängung und diese Sache verstärkt diese Verdrängung total. Und dann bist auch du weg. Du als Künstler mit deinem Atelier, wofür du jetzt vielleicht noch wenig bezahlst. Das ist doch eine totale Verarsche. Wenn ihr noch was dreht. Audi kann sich übrigens auch bewerben, die bei dem selbst. Ey, das ist verarscht. Ich meine, ihr seid fünf Leute, ihr verdient gut daran, das ist völlig klar. Und ihr macht hier einfach euer Ding. Und ob ihr hier sitzt und irgendwas sagt, das ist scheißegal. Das ist. Und das, was ich jetzt gesagt habe, das kann man alles schon im Internet nachlesen und nachhören. Das ist einfach total oberflächlich. Wir sind ja auch noch gar nicht am Ende. Ja? Also wir wollen Weltkampf das besprechen. Wir haben es ja schon besprochen. Wir gehen jetzt. Das heißt, wenn wir euch kritisieren, werdet ihr das weiter verarbeiten? Warum geht es nicht? Oder? Natürlich, das ist der Grund, warum wir vorher mit Gruppen sprechen, warum wir gerade versuchen, ein Feedback zu kommen und auch gerade diese Fragen zur Technologie einfach wichtig sind und die wir diskutieren wollen. Also wir haben gerade sozusagen in eurem kurzen Wortwechsel so sind eigentlich, das sind die Themen, über die wir hier nachdenken wollen. Ja, dafür brauchen wir euch, ehrlich, dafür müsst ihr herkommen, damit wir drüber nachdenken. Das größte Problem, was alle Städte haben, was überhaupt eigentlich alle Menschen haben, ist, dass es einen perversen Eigentumsbegriff gibt. Nämlich das Privateigentum an Grund und Boden, den niemand geschaffen hat, der war einfach schon immer da. Und dieses Privateigentum an Grund und Boden, was das mit uns macht, das erleben wir hier in dieser Stadt. Wo ist der Punkt, der an deinem Punkt eingeht? Ich habe mir alle vier Punkte, ich meine, die letzten beiden bist du schnell durchgegangen. Ich habe mir alle vier Punkte angeguckt, da war irgendwie die Eigentumsfrage nicht dabei. Es geht doch nicht nur um Grund und Boden, es geht auch um Produktionsmittel. BMW beutet Leiharbeiter aus. Es gibt gerade eine große Gewerkschaftskampagne gegen BMW wegen der massiven Ausbeutung von Leiharbeitern und Leiharbeiterinnen für 6 Euro die Stunde. Das macht keiner so extrem wie BMW im Moment. Und die kommen jetzt her und wollen uns hier erzählen, wie man eine soziale Stadt macht. BMW ist einfach der völlig falsche Akteur für solche Fragen. Die stehen auf der falschen Seite. Ja, genau. Wir sind 20 Jahre reich geworden. Wir hatten 2011 367 Millionen an Dividenden gemacht. Das ist eine reiche Familie in Deutschland. 20 Milliarden Euro. Und mit denen wollen Sie sagen, über wem gehört die Stadt diskutieren? Das ist totaler Quatsch. Wir können sowas nicht unabhängig überhaupt denken. Vielleicht weil BMW ein zu schlechtes Image hat, um hier irgendwie ein Diskussionsforum einzusuchen, könnt ihr auch Coca-Cola wegnehmen. Dann sagt mal, hier Leute, reden doch mal, wir sind euch mal ein Forum, deswegen wurden sich dann so Künstler. Ne? Die Künstler sind dann so fürs Image da. Ja, das fände ich dann auch mal interessant zu wissen, wer auf den Weg gekommen ist, es hier zu machen. Wo man ja nicht weiß, die Anspannung ist relativ groß, jetzt vielleicht was an der Spree hinzubauen. Ich meine, warum gerade hier? Das würde mich einfach mal so interessieren. Genau, warum ist in Zehlendorf eigentlich das mehr? Warum muss unbedingt in Kreuzberg sein? Weil es hier so hip ist, weil hier so widerständiges Potenzial ist, weil BMW und die ganze Scheiße nicht rauskommen, mit Leuten irgendwie auch mal was machen und sich nicht immer nur verarschen lassen. Negatives Potenzial abschütten. Nee, ich glaube, es geht vor allem darum, dass wir hier einfach so eine Diskussion führen können, die wir auch gerade führen. In Zehlendorf wäre das nicht besonders spannend. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das jemand verfolgt hat. Ursprünglich war das Ganze auch mal in Prenzlauer Berg geplant, in Pfefferberg. Das ist zu langweilig. Warum ist es jetzt noch alles? Wir können unsere Diskussion auch alleine führen. Wir brauchen dafür BMW nicht. Wir können dieses Projekt der Medien in Kiez hier steigen. Noch mehr steigen. Das macht sozusagen diesen Kiez noch attraktiver. Dieses bisschen Kritik, was ihr aufnehmen wollt, ist ein Witz. Also ich glaube, dass heute Abend wirklich bei uns darum gehen muss, wie können wir gemeinsam dieses Ding verhindern. Ich glaube, dass wir die Kraft haben, es nicht zu verhindern.